Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pump mir was ins Knie. Ja. Mit Hallo. Julian Bashir, dem Arzt in Spee. Das hat sich gereimt. Fast. Knie, Spee, naja gut. Wenn man es lang genug zieht schon. So, wir haben auch ein Interface und wir sind auf dem Weg zur Planetenquest, ist es, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Larynkia, Primärziel. Ich sehe hier immer noch, was wird kontrolliert von... Die Fremden kehren zurück. Es ist immer noch ein Bild. Muss in Voska dein Interface werden. Neu laden. Botschafter Yannick ist weiterhin auf seinem Posten. Ich habe die Entwicklungen in Gormakos verfolgt. Ihr habt der Republik alle Ehre gemacht. Die Kanone der Gormaks schweigt nun. Voska ist sicher. Wir sind euch dankbar. Ist euch bewusst, dass der Gormak-König Visionen hat? Raid Saar hat von dem Angriff berichtet. Sein Bericht war verstörend. Die Mystiker meditieren über das Geschehene. Der Rest von Voska weiß nur, dass ihr gegen den Gormak-König gekämpft und gewonnen habt. Jokal ist tot. Ihr habt Voska gerettet. Raid Saar und die anderen hatten zu viel Angst, um etwas anderes zu tun. Nein, ich habe gesagt, es war nicht meine Wahl. Jokal hat vielleicht gewusst, dass die Kommandos euch nicht erreichen würden. Weil wir beide eine 75 gewürfelt haben. Hast du wahrscheinlich den höheren Dex. Genau. Nee, das höhere Charisma. Ja, wahrscheinlich. Die Visionen würden die militärischen höhere Menschlichkeit der Gormaks erklären, seit Jokal die Führung übernommen hat. Das ist ein Rassistenhaufen. Jokal wollte seine Gabe nutzen, um alle Voss zu zerstören. Die Visionen müssen aufhören. Die Mystiker haben schon viel länger in die Zukunft geschaut als Jokal. Die Mystiker sehen nur. Die Gormaks sind Krieger. Jokal sagte, dass seine Visionen nach einer Reise in die Albtraumlande begannen. Was auch immer sie hervorgerufen hat, muss sich dort befinden. Geht in die Albtraumlande. Folgt Jokals Weg. Zerstört die Quelle. Was kann man sonst noch über dieses Gebiet sagen? Die Albtraumlande sind ein Ort der Dunkelheit. Die meisten werden dort wahnsinnig. Die Mystiker haben ein Ritual, um sich zu schützen. Ihr müsst es vollziehen, um das dunkle Herz zu erreichen. Was geschieht beim Ritual der Mystiker? Ihr werdet euch dem Wahnsinn stellen. Ihr werdet gereinigt. Talendee wird euch führen. Sucht ihn am Landeplatz auf. Die Gormaks müssen besiegt werden. Ihr werdet zurückkehren. Mountain Valley High School Theater. So. So. Haben wir das? Moment, und ich muss mein Spiel wieder ein bisschen lauter stellen. Weil und schlechte Schuhe bekommen. So. Wir müssen in die Albtraumlande, oder? Gebündelt. Ja. Ja. Seems like it. Du hast noch eine Heldenmission? Wilde Verbindungen? Gormak-Bunker? Ja, ich habe sie eigentlich deaktiviert. Ich habe die Nummer alle angenommen, als ich wieder hergekommen bin. Ach so. Willst du nicht schnell reisen? Wohin? Warte. Wir müssen ja erstmal zum republikanischen Viertel zurück, weil wir mit dem Taxi. Ach nee, Entschuldigung, ich habe automatisch Lager Talanis. Aber wir können zum Skyhopper. Du hast doch nicht gesagt, hier gibt es noch irgendwo eine Quest? Du hast immer letztens gesagt, daran denken, dass es hier irgendwo eine Bereichsquest gibt. Eine Erkundungsmission. Stimmt, bei der Kantina. Also vor der Kantina noch. Also, achso, das ist die mit diesen beiden, genau. Mit diesen beiden Voss. Weiß ich nicht mehr. Das stand gerade nur einer, glaube ich, rum. Hm. Eine Erkundungsmission. Ja, ja. Schon da. Was ist das mit diesen beiden Naivlingen? Die ist die gleiche, die ist auch auf Imp. Können wir sprechen? Wir haben Fragen. Eure Republik ist uns nicht bekannt. Warum seid ihr nach Voss gekommen? Ich arbeite zwar für die Republik, aber ich kenne wenigstens ihre Pläne reden nicht die genau. Mal schnell genug. Das ist enttäuschend. Und das Imperium? Was suchen Sie auf Voss? Die Imperialen wollen alles, was sie sehen, in ihren Einfluss bringen.
Dann sollten wir ihnen aus dem Weg gehen. Die drei werden uns leiten. Sie taten es schon immer. Aber wir werden an eure Worte denken. Nice. Schön. Gab's da oben noch eine Quest? Das weiß ich jetzt nicht. Ich fahr mal hoch. Da haben wir wenigstens den Turm auch noch entdeckt. Ich habe zumindest keine gesehen. Weil da oben hocken doch die Mystiker, ne? Ja. Oder ist das der Turm der Drei? Ich verstehe es immer noch nicht. Turm der Prophezeiung. Turm der Prophezeiung. Haben die Mystiker gesehen? Wahrscheinlich hockt da alles drin, was Namen und Rang. Namen und Rang hat. Ja. Rang und Namen. So rum. So. Nee, hier ist nix. Hier geht's dann erst in Knights of the Fallen Empire oder Knights of the Eternal Throne richtig ab. Mhm. Gut. Dann können wir jetzt eine Schnellreise zum Skyhopper machen und dann, also ja, zu dem republikanisches Viertel wahrscheinlich dann. Genau. Und dann Richtung Albtraumlande fliegen. Huah, Albtraum. Gott, ich hab ganz vergessen, da oben geht's ja auch noch weiter. Das ist die Bonusreihe dann, glaube ich. Willkommen. Gesundheit. Gesundheit. Okay. Ach ja, immer der Flug über das Datacron. Du bist schon unterwegs? Ja, ich bin schon im Skyhopper. Im Hoppele. So schnell heute wieder. Ja. Das Janste, den ich ausdenken. Oh, hier kommt die Wurzel. Das ändert sich dann, wenn es wieder um Orientierung geht. Oder wem welcher Bereich gehört. Ja. Ja, ja. Die ist Aue. Wenn die Folge rauskommt, ist Kenobi noch gar nicht gestartet. Das heißt, wir können drüber reden, obwohl wir schon so weit vorher raus aufnehmen. Stimmt. Der Kenobi-Trailer ist rausgekommen mittlerweile. Mhm. Während wir das ja aufnehmen. War er halbwegs neu. So. Moment, ich muss mal ganz kurz lächeln zum Postfachelchen. Da haben wir nämlich ich nehme schon mal das auf, was wir... Yashu Wo, Anfang. Wir kamen nach Teifenmeister. Delsas Lektionen waren hart, aber fair. Seine Worte spornen uns an. Lord Beldis lehrte vieles, was falsch war. Wir lösen uns nun langsam davon. Aber wir sind nicht verloren, wir stehen am Anfang. Das sind diese beiden, die wir da hingeschickt haben. Stimmt. Handwerker-Albtraum. Achtung, Fremdlinge und potenzielle Verbündete. Die Korrumpierung der Albtraumlande weitet sich aus. Diese Lande werden von der Dunkelheit verzehrt. Fremdlinge vom Imperium oder der Republik ignorieren unsere Warnungen. Sie betreten die Albtraumlande, der Wahnsinn verzehrt sie. Nun kehren die Wahnsinnigen zurück und bauen. Diese Handwerker bauen Schreine, um die Schreine verzehrt die Korrumpierung der Albtraumlande schneller. Böses treibt die Handwerker zum Bauen. Was sind das für Sätze? Was wird die Mystiker um Antworten ersuchen? Fremdlinge müssen dafür sorgen, dass die Schreine und ihre Handwerker vernichtet werden. Okay. Achso, und die Keltenquest können wir eigentlich auch aufnehmen, ne? Die habe ich sogar schon. Welche? Achtung, Fremdlinge und potenzielle Verbündete waren sind der Gormax nicht ängstlich genug. Der bitte? Nicht ängstlich genug. Danke. Der Talak-Stamm. Ich habe so viel aneinander gesagt, dass ich nicht wusste, was du redest. Der Talak-Stamm hat ein Lager in den Knochengründen der Gormax. Die Gormax betreten die Albtraumlande ohne Furcht. Sie kehren verändert zurück. Mein Gott. Ja, danke für den Hinweis, Computer, dass wir jetzt SWT aufnehmen. Jetzt bauen die Taylor Gormax neue Maschinen. Jeder hat die Stärke von 10. Mein Gott, ich kann das echt nicht lesen. Wir nehmen es einfach an. Mhm. Sitzt zu weit weg vom Bildschirm. Die Schrift verschwimmt vor meinen Ich Augen. Suche Talon D. Ich muss in die Albtraumlande und brauche Schutz. Laren Kai hat mich benachrichtigt. Ihr folgt dem Weg der Gormax. Die Albtraumlande existieren seit dem Anbeginn von Voss. Sie bergen viele Geheimnisse. Betretet sie leichtfertig und ihr werdet euch im Wahnsinn verlieren. Ich habe schon unter extremen Bedingungen gekämpft. Ich werde den Kopf nicht verlieren. Euer Geist ist das Schlachtfeld. Die Dunkelheit unterliegt selten. Der Mystiker Kida hat ein Ritual der Reinigung erschaffen. Es ist unser einziger Schutz. Wenn ihr die Albtraumlande überleben wollt, müsst ihr Kidas Ritual vollenden. Ich höre zu, aber nur ganz kurz. Ihr werdet einen dunklen Kristall brauchen. Einige wachsen in den Höhlen der Albtraumlande. Tödliche Vorantiki haben sich in den Höhlen eingenistet. Besiegt diese Bestien, um die Kristalle zu erlangen. Benutzt den Kristall, um die Korrumpierten zu reinigen. Er wird die Dunkelheit, die sie in den Wahnsinn treibt, in seinem Inneren einschließen. Kann der Kristall allein mich nicht beschützen? Das haben schon andere vor euch geglaubt. Sie sind gestorben. Wenn die Korrumpierten gereinigt sind, bringt den Kristall zu den nahegelegenen Ruinen. Schneidet nicht, Bruder. Platziert den Kristall vor den uralten Tafeln. Meditiert.
Kidas Weisheit wird euch zuteil werden. Boda schneidet sich die nicht. Dunkelheit wird euch nichts mehr anhaben. Ach so, mit seinem Schwert oder was? Mhm. Ja. Den Kristall finden, ihn bei den Korrumpierten benutzen, zu den Ruinen bringen und meditieren. Befolgt Kidas Ritual. Nur dann werdet ihr sicher sein. Nee, das geht schon, klar. Hey, hier ist noch was? Ach ja, hier in der Hütte. Für dich? Stimmt, für mich. Ich bin immer noch euer Honores. Ich sollte persönlich nach euch sehen. Nehmt diesen Holorekorder. Er gehört meiner Frau. Sie ist Adjudikatorin. Liefert uns Beweise für Gidas Verbrechen. Sie werden vor Gericht gültig sein. Das klingt ominös. Wovon sprecht ihr? Adjudikatoren richten über Verbrechen außerhalb der eigenen Familie. Sie legen eure Schuld fest. Ihr habt mit Talon D gesprochen. Er ist eure beste Chance zu überleben. Was hast du getan? Mit ihm gesprochen? Bei mir ist es abgebrochen. Nö. Es war einfach ein sehr kurzes Gespräch. Ja, doch, ist es bei mir. Es war trotzdem einfach ein sehr kurzes Gespräch. Nee, es ist bei mir mitten im Satz einfach. Ach so. Hast du aufgehört? Vielleicht ging bei mir der Dialog früher los, weil ich ja, weil es ja gleich losgeht, wenn ich reingehe oder so. Keine Ahnung. Ich soll Beweise liefern, dass diese komische Frau, die nichts von mir will und mich nur verarscht hat, böse ist. So, wo sind denn die Handwerker? Das Handwerkle. Da. Jo Mai. Republikanische Fanatiker. Ah ja, da ist er. Gegner geschossen, was soll denn der Kack? Das sind aber hübsche Schreine, die da bauen. Joa! Ich hab gerade erst gesehen, dass da hinten so ein riesiger Moranticus steht. Wen meinst denn du? Clive, den Wanderer. Den da? Willst du? Okay, du willst. Ist das eine Frage? Ist das ein Weltboss? Nee, aber das ist einer von den besonderen halt. Ja. Da haben sie ja auch Boss ja eine richtige Menge. In irgendeinem Gebiet sind da glaube ich 3 nebeneinander. Oder im Rudel. Hm. Ja, ich würde sagen, ich hatte seine Antwort. Wir mal wieder alle unsere Waffen benutzen müssen. Das kennen wir ja gar nicht mehr, das Gefühl. Vielleicht habe ich den noch nicht. Bei so Named-Gegner bin ich immer aufmerksam. Schau mal. Was? Schau mal, was? Ja, schau doch mal nach. Ach so, bis ich das jetzt finde, ist Weihnachten. Boss, Scanner allgemein und dann der eine fette Erfolg. Boss. Allgemein. Also ich hatte ihn glaube ich noch nicht, aber ich habe kaum andere. Ich habe doch gesagt, hier sind ziemlich viele von denen. Da unten sind noch welche. Das ist aber eine sehr sporadische Anzahl tatsächlich mal. War bestimmt ein Vergnügen, dass das Spiel noch neu war. Wirklich. Achso, die sind woanders. Ach, wollte gerade sagen. Das wird jetzt dasselbe, was wir gerade getan haben. Die sind gleich hier oben. Wa? Ja. Genau, Kenobi-Teaser, was sagst du dazu? Joa. Also zu den der erste meinen wir jetzt. Falls nochmal irgendwas rausgekommen ist, Trailer dann halt oder so. Den kennen wir natürlich noch nicht. Ja, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ich bin halt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ich möchte gehypt sein, aber inzwischen bin ich nicht mehr so gehypt nach Book of Boba Fett. Naja, gut. Das war aber ja, auch eine langweilige Figur. Ja, aber trotzdem, es ist weniger die Figur selber, als wie manche Sachen, also wie das erzählt wird und so. Das
Da habe ich momentan leider nicht so viel Vertrauen. Bin ein bisschen ermüdet davon, sage ich mal. Und es ist nicht viel Loni verfroren, also von daher. Ja, das stimmt natürlich. Das deswegen, ja. Ich hoffe ja, dass es gut wird. Ja. Aber ich meine, Disney ist halt jetzt momentan auch nicht so unbedingt der. Ja. So glanzvoll in seinem. Wie es solche Sachen handelt derzeit. Ne? Und da bin ich einfach mal gespannt, was sie machen. Ich meine, wir haben ja ich bin gespannt auf die Inquisitorin, die wir im Trailer gesehen haben. Also ich glaube Inquisitorin. Ich hoffe halt, dass es dadurch, dass wir im Prinzip das Schicksal der meisten Inquisitoren kennen, hoffe ich einfach, dass sie nicht nur als Futter quasi da verwendet wird. So als quasi zweidimensionaler Bösewicht. Sondern dass da schon einiges an Substanz dahinter steckt. Ja, bei Triller haben sie es ja auch geschafft. Ja. Bei Jedi Fallen Order. Ja, durchaus. Kam ja auch, glaube ich, gleich die Vergleiche auch. Aber das ist halt auch das nach Triller, es wurde mit ihr schließlich nichts mehr angestellt. Nee, nee. Warte, sie ist ja gestorben. Wollte gerade sagen, jetzt wollte sie sich spoilern vielleicht, aber das ist schwierig für Triller, dass da noch viel mit ihr angestellt wird. Die haben sich plötzlich alle sehr stark bewegt. Hast du eine ganze Familie da drüben? Nein, gekriegt? Eigentlich nicht. Die sind plötzlich hier rüber gehopst. Also der eine vor allem, der da zwischen uns durchgelatscht ist. Wo ist denn der Handwerkeranführer? Halt, der ist da unten. Er ist wieder unten. Das ist hier ein Hin und Her. Auf und nieder, immer wieder. Nicht jetzt. Was? Max, ich hab dir doch gesagt heute nicht. So. Die lag auf dem Weg. Der oder was auch immer. Ja, und wie gesagt, also ich weiß, für dich ist das jetzt nicht so krass, aber mich hat der Großinquisitor schon etwas gestört, muss ich sagen. Also ich habe kein Problem mit Cat Bane, was Make-up angeht, fand ich völlig akzeptabel und in Ordnung. Ich halte nichts davon, dass man Animationsserien 1:1 anpassen muss, weil das ist schwachsinnig. Aber er sah halt echt aus, als hätte man ihm mal ein paar Mal zu oft auf den Schädel gedroschen. Und man kann mir ja echt nicht erzählen, dass man da nicht ein bisschen was mit Make-up machen kann. Also ich meine, er hat ja wirklich nur die Gesichtsfarbe und die Tattoos drin, ist alles andere ist ja nichts verändert worden anscheinend. Ja. Und da kann man schon ein bisschen was machen. Ich meine, die Twi'leks sehen auch besser aus. Und die sind, finde ich, viel komplizierter mit ihren Leku. Kann ich ein Liedchen von singen. Ja, ne? Ja, und auch Cat Bane, den finde ich auch schwieriger, weil die Gesichtsform einfach etwas ungewöhnlicher ist. Ja. Ach, du pullst jetzt wirklich alles. Ne? Ja, es ist egal. Oh scheiße, da geht's gar nicht hoch, ja, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist egal, ne? Du läufst aber leider in eine Falle. Ja, Gott. Oh, wir nehmen einfach alles mit. Bis jetzt bin ich noch nicht runtergeschmissen worden. Ja, du, ich glaube, ich fahre hinter dir her. Na, ist doch gut. Hier geht's doch durch, guck mal. Hier kommen wir aus dem Tal der Schande heraus. Durch den verunreinigten Bach. Ach, ist da nicht ein... Dann Gruppenquest? Ja, Gruppenphase. Aber da müssen wir nicht rein. Nicht wahrscheinlich nee. Vielleicht auch eine imperiale Gruppenphase. Möglich, gut möglich. Teilt sich hier ja ein Gebiet. Vor dem Rancor haben sie alle Angst. Da schmeißt mich niemand runter. Ist das jetzt hier für dich eine Quest in die Schatten? Ja, das ist deine... Hauptquest. Ja, untersuche die Absturzstelle. Okay, aber wir müssen ja nach rechts auch noch. Mal schauen, ob du das irgendwie jetzt mitbekommen kannst. Wahrscheinlich nicht. Ich untersuche die Absturzstelle. Und jetzt muss ich mit Agent Kellor sprechen. Ja.
Oh, das ist halt, das ist hier gleich. Ich wollte gerade sagen, der gleich da drüben ist, weil ich habe gerade drüber gehovert. Das ist eine Soldatphase. Immerhin eine Phase. Yay. Hm. Oh, Achtung. Aber wir können gar nicht einfach an die Wahl an. Ich wollte mein klassisches Scheme weiterführen, aber. Ich glaube, in der Höhle ist schwierig. Hm. Ja, ich bin einfach gehypt auf die Obi-Wan-Serie dazu. Ja, also ich muss auch sagen, so die ein paar Einstellungen mit Ewan McGregor und so. Ja. Und von Tatooine, man sieht ja auch Owen. Mhm. Das war schon schön. Nein, das hat mich schon gefreut. Zurück, ich töte euch! Nein, es tut mir leid, bitte helft mir. Mein Kopf, alles dreht sich. Ich kann nicht klar denken. Das ist der Effekt, den das dunkle Herz auf die Leute hat. Ihr müsst dagegen ankämpfen. Ankämpfen? Nicht mehr kämpfen. Mein Team, wir sind abgestürzt. Wir haben hier Schutz gesucht, aber sie haben sich verschworen. Hinter ihren Augen haben sie sich verschworen. Ich musste es tun. Sie hätten mich sonst getötet. Wenn ich sie nicht umgebracht hätte, hätten sie mich erledigt. Ich könnte jetzt schlagen. Ich muss wissen, wo die Imperialen diese Bombe verstecken, Agent. Imperial? Eine ZR-47. Orbitalschlagbombe. Was habe ich getan? Da, nehmt die. Sie enthält die Koordinaten. Die Imperialen sind dort und graben. Damit kommt ihr durch die Sicherheitstür. Sagt ihren Familien. Ah! Armer Kerl. Hatte keine aber Chance. Ganz schöne Muskeln in den Beinen. Wenn ich einfach so wieder aufraffen kann. Dieser Agent. Alle diese Agenten haben ihr Leben gegeben, um das Imperium aufzuhalten. Wir werden dafür sorgen, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Ich bin doch gar nicht tot. Bringt eure Toten raus. Wie konnte das passieren? Oh ja. Diese Leute starben, weil ihr Krieg spielen wolltet. Nein, ich habe diese Leute nicht umgebracht. Ich will, dass ihr zu diesen Koordinaten geht, Major. Ich will, dass ihr die Imperialen dafür bestraft. Setzt alle notwendigen Mittel ein. Everon, Ende. Naja. Eine Leiche mehr. Okay. Ist auch nicht so schlimm. So. Ich da steck fest. Drüben gehen erstmal zur Korrumpierung, ne? Ja. Ja. Jawohl. Das ist prima. Muss auf die Karte gucken. Viva Catalonia. Was? Musst jetzt auch erstmal auf die Karte gucken. Links oder rechts? Links oder rechts? I'm uncertain where to go. But I think it was the other way. Verdammt! You know. Ja, aber guck, runterspringen kann man immer. Hochspringen ist schwer. Ja, das stimmt. Von daher. Whee. I'm here. To stay. I'm standing still. Ich habe übrigens schon Platz gemacht für mein Kaufrausch. Und für unser betreutes Kaufen. Also. Hab gesehen, da gibt's noch Boxen, in die man die Boxen reinpacken kann. Das ist ja schrecklich, was es mit diesem Scheiß alles gibt, oder? Ja. Also wo man die Kartons reinpacken kann, damit die nicht einstauben. Das ist echt verwirrend. Also habe ich nicht gekauft, aber habe ich gesehen, dass es die gibt. Jetzt musst du allerdings noch deine Zuschauer darüber informieren. Nö. Was du redest. Die sollen dumm sterben. Gleich darauf die Abonnenten sinken auf 1. Bin nur noch ich abonniert. Du hast mich abonniert? Oh, abonniert. Ja, natürlich habe ich dich abonniert. Das finde ich ganz schön boniert. Was wollte ich sagen? Ja, Hamilton. Natürlich. Ja. Funko Pops. Achso, ja. Also von nicht Lewis Hamilton. Auch wenn ich gerade meiner Familie. Alexander Hamilton. Ja, genau der. Auch wenn ich mir gerade mit meiner Familie wieder Drive to Survive auf Netflix gucke, aber. Achso, für mich hat's. Ach, das ist meine Mission? Ja! Nee. Doch, Schmuggler. Ach so, jetzt ist unsere. Jetzt meine Mission plötzlich wieder unten, gerade war meine Mission ganz oben. Das ist verwirrend.
Oh, hier ist ein Lichtstrahl. Aber ich kann die Tarnung ausschalten und ich glaube, das wird mithelfen. Da liegt wer tot ist. Ja, das soll er liegen bleiben. That's the way to handle with technique. Diese Steuerungen sind das Einzige, das die Bestien in Schach hält. Ohne sie würden sie uns ohne zu zögern auslöschen. Erwartet nicht von mir, dass euer Wort... es scheint, als hättet ihr doch noch ein Versuchsobjekt gefunden. Ihr! Lord Frattchen! Leistet keinen Widerstand. Dann überlasse ich euch der Gnade der Voss. Ihr? Ihr seid vor Rogun wie eine Ratte durch die halbe Galaxis geflohen und meint, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Ihr werdet hier verrotten. Roguns Belohnungen bedeuten nichts mehr. Ich habe eine Macht gefunden, von der einfache Kriminelle nur träumen können. Schnappt ihn euch, meine Tierchen. Zeigt ihm, was im dunklen Herz lauert. Da haben uns die Tür aufgemacht. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich nicht. Ich muss ihn noch bio analysieren. Okay. Ich schnapp mir sie. Okay. Hallo. Ja. Ich will nicht Sif töten, wenn ich ja mal wieder einen neuen Arbeitgeber brauche. Ne? Ich werd gleich. Nee, doch nicht. Ich sehe sie von da oben. Ich kann ihn von da oben nicht anvisieren. Hast ganz schön lang gebraucht. So. Das war ja auch ein Goldstern im Vergleich zu deinem Mini. Ja, ja, immer ausreden. Wow, jetzt muss ich schon wieder zurückkehren. Ja, ich weiß, ich wollte nur mal gucken, was hier so ist. Entschuldigung, dass ich meine Phase angucke. Tour auch noch. Ja. Also. The show stopping number. Wo müssen wir denn hin? Raus. Wir raus. Ich muss wieder zurück. Ne? Ja, aber wir müssen ja noch den Kristall beschaffen. Was ist das da drüben? Ah ja, okay. Das ist ja noch die Planeten-Quest fehlt ja noch für das Gebiet. Die haben wir noch nicht gemacht. Und ist noch nicht wieder respawned. Guck mal. Also hier geht's gar nicht durch. Hier geht's durch. Guck, ist noch nicht mal wieder respawned. So schnell sind wir. Lauf nicht davon. Ich fliege davon. Das ist ein Unterschied. Aber nicht weit. Oh, da ist was. Na, haben wir sie? Sehr schön. Haben Sie mal ein bisschen Geduld, junge Frau? Niemals! Da drüben hin müssen wir nämlich, guck mal. Okay. Und du musst auch noch irgendwo hin. Ich weiß nicht, da unten, da oben? Oh ja, da unten. Oh Gott, ich glaube, wir müssen da ein bisschen weiter ausholen jetzt, oder? Ja, wir müssen jetzt oben entlang, ne? Ja, also jetzt dann gleich rechts und oben entlang. Scharf rechts? Nee. Sicher, dass wir da hinkommen? Ach ja, da kommen wir auch hin. Zumindest mapmäßig. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Geradeaus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich. Machst du jetzt auf Chatney? Ja. Ich übe noch meine Spin-Sounds nach Matthew Mercer-Art. Ich habe das letzte, was ich gehört habe, / gesehen habe, ist jetzt. Das Ende von Folge 10, glaube ich. Also sie stehen jetzt dem Typen im Labor oder was auch immer das ist gegenüber. Ah, da bist du. Es wurde aber noch nicht enthüllt, wer das ist. Ich habe allerdings eine sehr. Ich kann mir denken, wer es ist, glaube ich. Aha. Ich vermute mal, das ist der Nightmare King, von dem gesprochen wurde vorher. Ja, das kann durchaus möglich sein. Ja. Ah! Wurde runtergeschmissen. Ich nicht. Hilf mir. Ich stecke fest. Ich stecke fest, ich habe nur auf die Map geguckt. Wo bist du? Hilf mir. Mein Gott. Ganz allein.
Mein Gefährte zählt nicht. Außerdem schau mal, jetzt haben wir einen Codex-Eintrag bekommen. Uah! Warum? Du hast Freunde mitgebracht. Das ist ja auch kein Wunder, dass wir jetzt den Codex-Eintrag kommen. Ich erinnere mich noch an die erste Galactic Season, wo das Mission-Ziel war, tötet 30 Shocklaws auf Voss. Ja. Und die gab's nur hier. Nirgendwo sonst gibt's diese Viecher. Außer in dieser einen Heldenquest. Auf Y. Ja. Ach du Scheiße. Das ist ja ein richtiges Nest hier. Mhm. Chetney Puckapee. Ein MC. Richtig, ja. Ich weiß nicht. Geht's da unten rein? Ja. Ich hoff's, ja. Ja. Der Mastercraftsman. Ja, ist hier ganz schön leer. Der Nightmare King, da ist... Ja, da kommt ja noch das Beste. Mit dem sehr beunruhigenden... Wie er vor sich hinsummt. Da kommt ja, also Folge 11 musst du dann wirklich gucken. Würde ich sagen. Okay. Und dann eigentlich immer. Also von daher. Aber da auf jeden Fall. Hab ich vor. Oh Gott. Ich hoffe, der ist bei dir jetzt nicht... Ich hoffe, der ist gleich gespawnt, oder? Ja, ja. Setze bei den okay. Dings bei korrumpierten Voss oder so ein, steht da oben. Oder deswegen war das so leer. Ich kann den auch betäuben und wir können vorbeilaufen. Ja, mach halt. Hast du schon. Ja. Erst den rechts. Hm. Vielleicht zählt's ja für uns beide. Ja, zählt für uns beide. Sehr schön. Dann werde ich den daneben nochmal betäuben. Ach, da drüben ist auch noch einer? Ja, da ist auch noch einer, direkt um die Ecke. Ne, ja, direkt um die Ecke nicht. Ja. So. Hat gezählt? Zwei, drei habe ich jetzt. Jawohl, und da ist noch einer. Ach Mensch. Tut mir leid. Meditiere beim Altar. Oh, das ist wieder... bei welchem Altar? Irgendwo wahrscheinlich anders. Der, an dem wir vorbeigefahren sind, oder? Oh Gott, ist der weiter weg. Sollen wir uns vielleicht porten? Wobei ich weiß. Na, wobei wir müssen für das eine Ding nochmal. Ne, die Helden 2 können wir uns ja hinporten. Ja, gehen wir mal zurück. Was soll der Geiz, bevor wir jetzt bis da rüber lutschen? Genau. Mach mal einen kurzen Skyhop, Alter. Wir können ja schon mal die erste Fuhre an Mission abgeben. Genau. Das eine war ja einfach ein Terminal-Ding. Und der andere war hier... Achso, ich muss wieder hier rein. So, jetzt... Ja, komisch, jetzt muss ich ihn ansprechen. Gila ist tot. Die Dunkelheit muss einbrechen, damit das Licht heller leuchten kann. Ich werde eine Anhörung vor den Adjudikatoren arrangieren. Oh, oh. Leben müssen. Meinst du damit Boulder? Also... Könnt ihr nicht einfach die Aufzeichnung vorlegen und das Ganze vertuschen? Ohne ein Urteil seid ihr schuldig. Stellt euch der Anhörung in Voska. Oh Gott, ich freue mich. Ich werde für euch sprechen. Ich bin schon immer mal zu einer Anhörung. Beleidigt da einfach Boda. Ich glaube, ich spinne sogar erstmal den Altar, bevor wir zu deiner Quest gehen, oder? Ja. Gott. Wir brauchen ja noch einen krönenden Abschluss für die Folge. Und das wird natürlich dann deine... ZR-57 Orbitalschlagbombe sein. Das war doch der Planet, auf dem du jedem erzählt hast, oder? Ja. Ich hab's nur einmal erwähnt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Es war in einem Gespräch. Es war halt sehr spezifisch, aber... Handelt es sich dabei vielleicht um eine ZR-57 Orbitalschlagbombe? Ich hab's nur einmal erwähnt. Ja, hab ich nur einmal. Ja, ja. Schon gut, Soldat. Darfst ja stolz auf deine Leistung. Sag ja gar nichts. Ja, bin ich auch. Ich wäre auch stolz darauf. Sag mal, glühst du? Ich? Ja. In meinem Herzen. Ah, hier ist der Altar. Ich bringe wahrscheinlich auch noch ein paar Freundinnen und Freunde mit. Nö. Doch. Ach so. Doch, da kommen sie. Die brauchen aber ganz schön lang, deine Freunde. Ja. Können nicht mal pünktlich kommen. Nächsten Montag kommen um 6 Uhr, nicht um 6 Uhr, um 7.30 Uhr meine, die Handwerker, um meine Fenster einzubauen. Aha. Hast bis jetzt keine Fenster gehabt, das ist aber...
Ich hatte Fenster, aber ich krieg neue Fenster. Ah, okay. Aber auch nur... Was ist daran jetzt das Problem? 7.30 Uhr oder eher? Ja. Okay, ich war heute um 7 Uhr wandern, ich sag's nur. Was? Ja, weil ich heute keine Zeit sonst mehr habe. Ich muss ja dann... Ich hatte früh um 9 mit dem Christoph, dann hatte ich Sprechstunde. Halt. Uni? Mann, nee, Mann, nicht Mann, ganz. Mal, wir können da nicht hoch. Ach. Ja. Du wieder. Oh, sie hat recht. Ja, dann hatte ich Sprechstunde um 12.30 Uhr. Jetzt nehmen wir auf seit 13.30 Uhr. Und um 16 Uhr habe ich noch einen anderen Termin. Okay. Und dann ist es dunkel. Ja, gut, das stimmt. Außerdem hieß es, soll heute Nachmittag regnen. Ja. Deswegen habe ich heute früh meinen Wecker auf 7 Uhr gestellt und bin meine anderthalb Stunden laufen gegangen. Ui. Damit ich meine täglichen 7.000 bis 8.000 Schritte schaffe. Aber meine Kapuze aufgesetzt, war jetzt nicht windig wie sonst. Also sonst war es immer windiger. Wenn die Sonne scheint, ist es fast noch kälter durch den Wind. Hm. Wenn du Pech hast. Heute früh war es eigentlich generell halt nicht schön. Aber jetzt nicht windig. Ich war heute einkaufen und habe an das, was du erzählt hast, gedacht von diesem Proteinjoghurt. Hm. Und habe beim Lidl aber versehentlich den von Milbona genommen. Mhm. Weil von Ehrmann war das irgendwie nur Pudding oder Grieß? Ja, das meinte ich ja auch. Ich mache da immer keinen Unterschied. Ja, okay, weil ich war so verwirrt. Ich war so verwirrt davon und dann dachte ich mir, vielleicht ist es falsch und was muss ich denn jetzt nehmen? Muss ich da runter? Ja. Ja, es ist wahrscheinlich Pudding. Ich, wie gesagt, ich mache da immer keinen großen Unterschied. Zwischen Pudding und... Au. Wenn ich nicht so ordentlich wäre, würde er noch auf meinem Schreibtisch stehen, der leere Becher. Bleib mal hier. Ich habe ihn leider schon abgelehnt. Was? Ich hab's einen Bonus. Bevor du außer Reichweite bist. Ja, ja, die kriegen wir schon fertig, der Bonus. Ja, ja. Da mache ich mir keine Gedanken. Locker flockig. Ja, deswegen habe ich nur den Joghurt genommen. Und da gab's, da habe ich Orange gekauft. Mhm. Einmal zum Testen und ich muss sagen, der Orange ist nicht so der Hit. Ich mag auch keine Fruchtjoghurt oder Pudding. Ne, da habe ich normalerweise kein Problem Ach so. Damit, aber der schmeckte irgendwie so im... Der Nachgeschmack war sehr bizarr davon. Ja, ich hatte... Also wir hatten die damals schon mal vor einem halben Jahr. Ich glaube, die haben die Rezeptur mittlerweile auch ein bisschen verbessert. Da hatte ich Karamell und das war so widerlich. Den hatten sie auch oben, aber das war eben Pudding und deswegen habe ich es nicht genommen. Also ich... Sie haben Karamell und Schoko, glaube ich, da oben. Schoko gehabt. Und Vanille ist so das, was geht. Schoko ist aber fast schon wieder zu schwer. Also am besten ist Vanille. Und heute hatte ich glaube ich... Immer noch den damit, zur Sicherheit. Weiß gar nicht, was ich heute hatte. Heute hatte ich Himbeer-Granatapfel, glaube ich. Ui, das geht auch. Ja, also manche Früchte gehen. Früchte, die ich auch so mag. Okay. Ich mag auch Orangen, aber ich mag keine Orangen. Also, es ist kompliziert. ich mag keine Orangen halt im Pudding. Ja, ich zumindest jetzt in der Form daneben gekippt, in der ich sie in dem hatte, also in diesem Joghurt auch nicht so. Hm. Hatte ich schon anderes. Aber ich werde demnächst einfach mal den Pudding probieren. Ja. Wie gesagt, ist jetzt nicht gesund, aber so als Frühding ist es eigentlich ganz gut, weil es ein bisschen schwerer ist durch das Eiweiß und den Scheiß. Das stimmt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um den aufzuessen. Und du hast danach halt erstmal keinen Hunger mehr. Also. Ja. Von daher ist es. Ich muss mich da noch ein bisschen umkonditionieren, weil. Warte mal, ich muss schauen, den imperialen Abrissexperten. Nein, da ist er nicht. Nope. Weil mein Magen dann trotzdem geknurrt hat, aber eigentlich nicht hungrig. Also ich war nicht hungrig deswegen. Hm. Naja, Ernährungsgespräche. In der 9000 Republic Folge. Genau. Ja, hier kriegt ihr alles geboten. Das nennt sich Authentizität. Genau. Im Kernel gehen wir rechts rum. So wie quasi jedes zweite Land. Aktuell. Er hofft leider. Ja, heute Abend, da es bei meinen Eltern Bohnengulasch gibt und ich Bohnengulasch zutiefst hasse. Es tut mir leid, ich mag einfach den Geschmack davon nicht. Warte, ich bin noch nicht drin. Sind nicht die Bohnen, es ist der Rest. Ich schaue nur gerade, Abriss 68, da latscht einer rum. Wo muss ich hin? An diese Schaltfläche. Also so, halt! Da oder kommt so. Doch bestimmt hergelaufen, oder? Naja. Nicht wirklich. Aber wir pullen gleich, glaube ich, noch was mit. Ja. Nö. Ah. Wir sind zu skillvoll. Was brauchst du noch? Du hast doch hier noch so einen Kringel.
Oh, stimmt, 3, Entschuldigung. Ich habe nur den imperialen Abrissexperten gelesen und dachte dann automatisch. Ich dachte, hä? Ja, tut mir leid. Da hätten wir uns ja auch nicht so bemühen müssen. Ja, ich war nicht ganz so mental top. Ja, heute Abend habe ich noch einen Rest von so einem Dinkeltoast, der muss man einfach weg. Hm. Ist da Toast, aber immerhin, naja. Dinkel, nicht der komplett weiße. Und eine Avocado habe ich noch übrig, die muss auch weg. Und ich hab mir tatsächlich mal ausnahmsweise geräucherten Lachs gekauft. Oh, feine Dame. Ja, ausnahmsweise. So, das gucken wir mal, ob sie die ZR-47 Orbitage 57? 57 Orbitage. Kennst die besser als ich. Mhm. Ich habe schon 3 auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ah, Major. Ich hatte schon damit gerechnet, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Allerdings nicht so. Ich muss schon sagen, ich hätte Senator Evren nicht zugetraut, euch hierher zu schicken. Laber nicht so viel. Evren hat mir freie Hand gegeben, also versucht es erst gar nicht. Es ist mir egal, was Evren erlaubt oder nicht. Findet ihr es nicht seltsam, dass ihr der Einzige seid, der mich aufhalten will? Dass die Voss nichts vorausgesehen haben, wie sie es angeblich können? Dank dieser Waffe, die unter ihrer Hauptstadt begraben liegt, haben die Voss keine andere Wahl, als sich zu unterwerfen. Ihre Fähigkeiten waren der dunklen Seite eindeutig nicht gewachsen. Ist das die ZR-57, die von den Chaos-Trupp-Verrätern gestohlen wurde? Ja. Die Orbitalschlagbombe. Endlich wieder im Einsatz. Und wieso sind dann unter der Erde, wenn sie eine Orbitalschlagbombe hat? Jedes Detail der Operation wurde willkürlich aus Dutzenden von vollständig entwickelten Alternativen ausgewählt. Da alle Möglichkeiten gleich waren, wurde kein einziger Plan vorausgesehen. Diese Operation ist ein Meisterwerk an Genialität. Und darin habt ihr keinen Platz. Wachen, entsorgt diesen Unrat. Ihr werdet viel mehr Wachen brauchen, Torius. Sollte ich gezwungen sein, euch persönlich auszuschalten, umso besser. Wachen! Wachen, Wachen. Ui, hübscher Shot. Mhm. Bisschen Gift muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Jetzt macht er eine Blase um sich rum. Oh. Da hat es Bumm gemacht. Ach, ich kann mir nur vorstellen, wie schwer damals der Kampf gewesen sein muss. Ja. Ja, vor allem da alleine. So, jetzt muss ich noch mit ihm reden. Wie kann das sein? Tja. Ihr seid nur ein Mensch. Mit das ist... Könnt ihr es nicht aufnehmen? Ist klar, dass das jetzt gleich der weise Mann schreit, sobald Zeit er einmal als Mensch mit dem Boss beschäftigt. Alles umsonst. Ihr seid meiner Aufmerksamkeit nicht würdig. Nichts. Ein Insekt. Es ist noch nicht vorbei. Ich kann nicht von Ungeziefer wie euch getötet werden. Er starb, wie er lebte, als Egoist. Das war's für ihn. Scheint, als wären wir hier fertig. Wie wär's, wenn wir die Waffe noch mitnehmen? Alter, Major. Also heute sind die Animationen im Arsch. Das ist nicht, wonach es aussieht! Was tut ihr hier? Der Mystiker Kiwe hat Lord Torius' Taten vorausgesehen. Wie auch die euren. Voss ist sicher. Die Republik hat euch gerne beim Abwenden dieser Bedrohung geholfen. Da ist noch etwas. Kiwe möchte sich diese Bombe ansehen. Die Technologie ist unbekannt. Überlasst uns die Bombe für Untersuchungen. Wir werden euch im Gegenzug Waffen geben. Das ist streng geheime republikanische Technologie. Ich bin nicht befugt, sie herauszugeben. Dann gehen wir. Wow.
Ich werde mich mit dem Bergungsteam in Verbindung setzen, damit dieses Ding an einen sicheren Ort gebracht wird. Major! Sieht aus, als hättet ihr hier was richtig Tolles für uns. Rückholsaren. Wow. Seht nur diese Strahlungssiegel. Wir haben hier alles im Griff. Ihr könnt jederzeit zu Senator Everins Büro zurückkehren. Gut, dann gehen wir mal zurück. Heldenmission? Willst du die noch machen? Gut, ich wollte was heute abschließen, deswegen. Wir können sie auch weglassen, also mir ist wurscht. Ich meine, das ist eh nur ballern und dann danke dafür. Ja, und das stimmt. Es war schön, euch. Wir könnten uns kurz hinporten, um das Gebiet zu haben. Ja, von mir aus können wir uns auch durchknallen. Ich meine, es dauert nicht so lang. Das ist, glaube ich, eh eine, die richtig nervig ist, weil es nicht damit endet. Ach so. Also das ist eine, ich weiß, warum ich die nie gemacht habe auf Rap. Ja, wir machen jetzt einfach. Halt, wir müssen doch irgendwo zurückkehren, oder? Ach, du musst. Ja. Nee, wir müssen nochmal zurück zum Stützpunkt erst. Bevor wir wieder. Ich kehre zu Talandé, da musst du zurück. Genau. Hier, wenn du hier den wenigen Dings läufst, hast du gleich noch ein bisschen Karte. Ja, gut. Ich werde. Ja, dann hast du halt die Verbindung. Paxton-Roll nie wieder nach Wars reisen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Weißt du's? Ja. Das ist ein Let's Play-Charakter. Vielleicht kannst du das für eine Mission gebrauchen. Ja. Ich werde ihn noch weiterspielen, aber jetzt nicht Dailies mit ihm machen oder so. Ich habe Kidas Ritual vollzogen. Die Voss sind geläutert. Nur wenige Fremde schenken meinen Warnungen Beachtung. Ihr wisst es besser. Ihr habt Stärke. Die Albtraumlande können euch nichts anhaben. Laren Kai hat euch hierher geschickt, um Jokals Pfad zu beschreiten. Oh. Ihr seid bereit, das dunkle Herz zu betreten. Wir sind noch gar nicht fertig. Der Gormakos ist alleine hier. Ja, da war ja doch was. Wir haben ihn von Gormakos in die Albtraumlande verfolgt. Na gut. Es gibt im dunklen Herz viele Höhlen. Jokal hat die schlimmste von allen betreten. Die finstere Höhle. Was macht die finstere Höhle so gefährlich? Sie ist dunkel. In der finsteren Höhle lebt ein altes Übel. Haben alle werden Starkfisch? Von ihm angezogen und sind verloren. Nope. Boss, Gormax, Fremde, Tiere. Wenn sie noch leben, was hängt da eigentlich links im sie Bild? Euch angreifen. Das ist Bodas Haar? Ja. Ich bin schon lange nicht mehr gefordert worden. Wäre sicher ein Spaß. Mhm. Ihr seid entweder mutig oder töricht. Ja, ein bisschen von beiden. Die finstere Höhle gab Jokal seine Kraft. Findet die Quelle. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und in der nächsten Folge machen wir dann was fertig. Und dann schauen wir mal, wohin uns die Winde treiben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.